von Interesse, aber jetzt eher natürlich für die Einrichtungen, weniger für den einzelnen Benutzer, ist natürlich die Frage, wie kommen eigentlich Chrome-Apps dauerhaft auf die Geräte, wenn nach den öffentlichen Sitzungen sämtliche Anwendungseinstellungen, Anwendungstätigkeiten zurückgesetzt werden, die Daten gelöscht werden. Die Antwort ist ganz simpel. Sie wenden sich bitte einfach nur an den VHS-Verband Saar. Von dieser Stelle aus werden alle Chromebooks im Saarland zentral verwaltet. Hier besteht die Möglichkeit für einzelne Einrichtungen, eine bestimmte Anzahl von Apps oder eine gewünschte App hier automatisch vorinstallieren zu lassen. Diese kann dann entweder hier unter dem Menüpunkt Alle Apps oder sogar im unteren Bereich, also in der Taskbar, fest angezeigt werden. Selbst Apps, die man über den Webstore für diese Geräte jetzt nicht direkt beziehen kann, kann man also hier sich freischalten und defaultmäßig installieren lassen.